Einfach nur, weil das für mich wichtig ist, die noch kurz. Ich wollte nur kurz sichern. Wir sind kurz zur Stufe 4. Ja, jetzt sind wir auf Stufe 4. Jetzt können die zwei Nagelbänder noch kommen. Mir war es nur wichtig. Es ist vielleicht peinlich, also... ja, wie soll ich es jetzt? Peinlich jetzt nicht, sondern eher so feige, dass ich diesen Schritt so jetzt gegangen bin. Aber ich kenne mich. Ich kenne mich. Nein, 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 nein. Oh, nö. Oh, okay. Kein GPS möglich. Okay, wenn kein GPS möglich ist, machen wir das halt anders. Ha! Das geht schief. Mhm. Alter, lass das! Lasst mich doch in Ruhe! Oh! Schön, wenn du mein Heck rammst. Wahrscheinlich. Ja, okay. Mhm, natürlich. Alter, was wollt ihr gerade hier von mir? Alter, meine Fresse! Hört da auf! Oh, come on! Was ist denn gerade? Alter, gehen die mir gerade aber gehörig auf den Sack. Boah, gehen die mir gerade auf die Eier. Das funktioniert nicht. Yo! Einen? Ihr war zu 15. Das Spiel, wenn es Cops triggern will, dann triggert es die ganze Zeit am besten. Ich kann hier nirgendwo gerade lang, weil die Stelle erst hier ist. So. Hab ich jetzt Ruhe? Hab ihn verloren. Sperr die Gegend ab. Mal sehen, ob wir ihn erwischen. An alle Einheiten. Der Verdächtige wurde zu. Ja, die Scheiße ist da, ist die Dingens. Nein! Fahrzeug am Weg. Schickt Einheiten her. Natürlich zählt das gerade. Oh, fuck. Ja. Mhm. Ich bleib einfach hier. Dann lassen wir das länger durchlaufen, I don't know.
Dann läuft's länger, aber ich will da jetzt nicht raus, der steht da, das sehe ich. Hier, guckt. Meine Fresse. Da steht er. Wenn ich da jetzt wieder rausfahre, hat er mich direkt. Also bleibt mir gerade nichts anderes übrig, als genau so stehen zu bleiben. Dann dauert die Anzeige zwar jetzt etwas länger, aber ich denke mal, damit kann man gerade mal noch leben. Das kann ich mal kurz gucken, ich würde gerade hin. So. Es ist gerade echt blöd, dass wir so warten müssen. Das ist krass. Sieht mal, das ist eine bessere Kopfgeldzahl da oben innerhalb von knapp 4 Minuten. So, damit haben wir auch das erledigt. Oh, jetzt können wir Jules herausfordern. Sie will einen Sprint und einen Dragrennen. Ich liebe nicht Dragrennen, so gar nicht. Ich hasse sie. Das war die langweiligste. Das war die langweiligste Sache jetzt gerade. Oh Gott, die Kurve hier. Mhm. Wie lange ziehen wir das jetzt noch durch, Jules? Ich hab gehört, wir lassen uns einfach wieder in Ruhe. Genau. Ein Stückchen vor, ich muss dich ausbremsen. Ach du, jetzt. Ich hab dich gern, aber ich will auch, dass du unbedingt weg bist vom Fenster. Wow! Also eins kann Need for Speed wirklich KI-Fahrzeuge scheiße platzieren. So. Ich darf nicht so, ich habe zu viel Nitro verbraucht. Dann muss ich das so lösen. Dennis, ich weiß, du magst das nicht. Das ist für dich Cheaten. Ich weiß. Ich habe es aber auch eine lange Zeit lang auch ohne geschafft, weißt du doch. Naja. Klar, Jules fährt natürlich viel besser durch diese Kurve. Diese KI, ne? Hey, hey, hey. Ich drück eben mal die falsche Taste, ne? Erst. Die ganze Zeit, wenn ich den Speedbreaker nutze, drücke ich erstmal ungewollt die Handbremse, weil ich die falsche Taste dafür drücke. Ich weiß nicht warum. Verpiss dich. Na, oh, wow. Ach Gott, wirklich jetzt? Oh, nö!
Ja, ich darf das dann neu starten, weil ich zwei Fehler zum Schluss gemacht habe. Juice, die nicht machen wird. Ich hätte sie gekriegt. Ich hätte sie gekickt, aber ich musste ja unbedingt zum Schluss noch einen Wagen berühren. Zum Schluss musste ich noch einen Wagen berühren, natürlich. Weil Need for Speed so ein Arsch ist und gerne da Fahrzeuge hinsetzt, wo du hinrutscht. Alter, wieder! Das heißt, bis jetzt in jede Kurve, wo ich einen Speedbreaker nutze, rutsche ich auch mit meiner Handbremse rein. Nein, oh, ja natürlich. Was war denn jetzt schlimmer? Der KI-Vogel. Oder die Mautstelle. Jules, du gehst mir auf die Eier. Du scheinst ein bisschen Geschwindigkeitsvorteil zu haben im Gegensatz zu mir. Nein, nicht an die Bar. Ich höre übrigens Lord schon reden. Ah, hast du Feintuning gemacht? Nein, habe ich nicht. Ich habe, wie gesagt, von Feintuning keinen Plan. Deswegen hier in das Feintuning nicht rangehe. Nein. Alter, Jules. Danke, Gummiband. Dass du gerade mal kurz mal willst, dass ich Erster bin. Aua. Anstrengend. Natürlich, wieso rutsche ich eigentlich immer hier raus? Und Jules kann natürlich Endrennen fahren! Die Abkürzung hat mir viel gebracht, nicht? Wieso kann ich sie eigentlich immer vor den 90-Grad-Kurven überholen? Ich kapiere es nicht. Hi Regen! Ich hätte mir schon gefragt, ob du nicht in diesem Rennen auch noch dazu stoßen möchtest. Hab ich ja heute sehr aktiv. Erstmal das Nitro nicht mehr nutzen, ich habe sowieso keins mehr, aber Jules überholt mich sowieso gerade. Wow. Oh, danke Jules. Diese Passage, ich hatte sie noch im Kopf und ich mag sie nicht. Ich wurde ange... Oh, als nächstes will sie jetzt einen Drag rennen. Entschuldige, ich war gerade sehr still. Ich war gerade wirklich sehr still. Weil ich einfach nicht wusste, ob ich sie jetzt kriege oder nicht. Boah, war ich gerade vorsichtig. Aber wir haben sie erwischt.
So, die Frage ist, wo ist Ihr Wagen? Nein, dann hier? Ach, fuck. Ich habe leider den Wagen nicht gekriegt. Nächster Gegner. Gegner ist Blackness Nummer 7, das ist Kira Nakazato, beziehungsweise auch Case genannt. Mit dem Mercedes CLK 500 und einem Zoom, sie mag gerne Sachschäden. Das heißt, die haben wir safe mit drin. Glaube mir, das tun wir. Freu dich schon mal drauf. Ist recht, weil wir jetzt schon mal bei dieser Karre hier bleiben, weil ich ja leider Jules Karre nicht gekriegt habe. Da war ja auch gerade ein bisschen zu stark abgelenkt, weil ich gerade nur was auf Discord kurz gesehen habe. So. Frage ist nur, können wir schon irgendwas hochtunen? Das sieht mir so aus, als nicht. Oh doch, wow, die Reifen konnten wir hochsetzen. Und die Bremsen. Aber dann mehr werden wir aber auch nicht bekommen, nee. Gut, was können wir denn eventuell teilen? Können wir schon irgendwie was an dem Bodykit? Nein. Ich will bei dem Bodykit safe bleiben. Nee, also Carbon passt an dem hier überhaupt nicht dran. Und ich will ein bisschen halt die Heatstufe jetzt runterschrauben. Also werde ich wohl auch hier rangehen. Ich mag nur Dachspoiler, also die Dachspoiler so überhaupt nicht. Aber was will, wenn man irgendwie herunterschrauben will, ne? Bleibt das halt nicht anderes, nichts anderes übrig. So. Wir nehmen aber weiterhin so eine kuriose Farbe. Und jetzt werden wir mal den Vinyl gucken. Haben wir irgendwie eigentlich einzigartige Teile? Was haben wir denn da? Die Black Edition Sachen. Wir nehmen das hier, so. Wenn es jetzt nicht der Burner schlechthin ist, egal, aber... ich habe jetzt die Felgenfarbe einfach mal einen Ticken heller. Ja gut, wenn ich es ein bisschen höher habe und schneller auf die 2 komme, ist das soweit kein Problem. So, dann wollen wir... Ja, natürlich, wundert mich nicht, dass wir das Kopfgeld schon längst haben bei Case, ne? Ist aber egal, wir werden jetzt die hier machen. 255 km/h. Oh, oh. Natürlich, wieso fahren wir denn? Wir müssen ernsthaft hier unten lang fahren. Fuck. Das hat mich jetzt ausgebremst. Wow, das war aber knapp. Das hätte ich jetzt beinahe gar nicht gekriegt. 230 ist die nächste. Und mein Auge juckt wieder mal. Nein, ich will diesen Sprung nicht triggern. So. Tipp zu Straßensperren. Oh, herzlichen Dank dafür, Rock. Passt dir sehr gut.